Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute fangen wir an mit Alltagsautos mit Dampf und ich bin in den Stadthagen. Und bei wem bin ich? Natürlich bei meinem Kollegen Cem. Grüß dich. Hi. Und Ramazan Abe. Hi. Grüß dich, Ramazan Abe. Herzlich willkommen. Und natürlich der Kameramann. Wie heißt du? Luca. Er macht hammergeile Aufnahmen. Ey, Luca, wenn du so weitermachst, übernehme ich dich noch. Ne? Und was mache ich dann? Hier. Ich soll dir schon mal ein bisschen Geld geben. Alltagsautos mit Dampf. Mit dem S3 fangen wir direkt auch an. Wir wollen überhaupt nicht viel labern. Wir wollen direkt fahren. Cem, erzähl. Hier mein S3, 8T, ja. 2 Liter Turbung. Das wissen wir alles. Das wissen wir alles. Ja. Und 430 PS. Haben auch manche gesagt, oh ja. Ja. Und so. Habe ich schon gesehen. Genau. Du hast einen Lader gehabt, K04S. Genau. Ja. Das ist der, also der und für den 2 Liter Turbo ist. Hast knapp 2 Bar gefahren. Genau. Ja. Und diese 2 Bar möchte ich jetzt probieren. Bis später. So, dann wollen wir mal, ne? Auf alle Fälle. Okay. Cem, ja. Das Auto hast du selber alles umgebaut, ne? Das habe ich selber alles umgebaut. Ich hatte ab und an, wie bei dem V6 Turbo, etwas finanzielle Unterstützung durch meinen Vater. Ja. Ich meine, man kann sich das schon denken, 19 Jahre alt, man kann sich halt nicht immer... Ja, es ist ein Turbo-Motor, es ist... Ja. Ne? Ist natürlich kostenlos. Selbstverständlich. Ne? Und ja, ich sage mal so, für den S3 gereicht. Das macht es schwierig. Das ist ja wohl normal, Tuning kostet eben, wenn man es natürlich vernünftig haben möchte. Ja, ist klar. Ich habe halt Glück gehabt, dass ich selber kann. Dementsprechend habe ich es auch alles selber eingebaut. Und dementsprechend auch die Software und das so aufgespielt. Aber Software hast du selber gemacht? Zum Beispiel, wir können Leistungsdiagramm per Fahrt, also mobile Leistungsmessung machen. Ja. Und ich nehme das Diagramm von dem Seriensteuergerät auf. Ja. Und kann das Diagramm verschieben. Krass. Ich habe Sollwerte, Istwerte. Ja. Jetzt fahren diverse Lokfahrten durch. Und dementsprechend kommen wir auf Ergebnisse, wo ich maximal hingehen kann, so dass er noch vernünftig läuft. Wir haben auch selbstverständlich vorgegeben, aber meine Hände müssen da eigen sein. Krass. Also das ist natürlich Respekt. Ne? Da, wo wir dieses Video gemacht haben, gab es ja natürlich ein, zwei Schwätzer, die halt gesagt haben, ach, das ist ja nichts und so. Ja. Jungs, es geht nicht darum, ne, dass er jetzt ein Unmögliches geschafft hat. Hat er nicht. Aber Jungs, wer hat das denn gemacht mit 16? Hand aufs Herz. Sagt mal ehrlich, ich mit 16 hatte andere Probleme gehabt. Ne? Und das ist wichtig. Er ist 19 und hat so ein Auto umgebaut. Mit 16 einen V6 Turbo umgebaut. Und das verdient mein Respekt. Und darum ging es. Nichts anderes. Nicht, wir haben da nicht irgendwie jetzt... 5000 PS Auto gezeigt. Nein, es ging nur darum, dass der Junge mit 16 sowas gemacht hat. Darum. Ich meine, mit 16 waren andere Leute im Heidepark oder sonst was. Natürlich, natürlich. In der Zeit war ich in der fucking Halle, sag ich mal, beim Schrauben. Das ist ja wie bei mir, ich bin auch da aufgewachsen. Weißt du? Und das verdient mein Respekt. Ja. Und du bist 19. Das ist krass. Und Cem, ganz kurz für die Zuschauer, die wollten das auch immer wissen. Schubabschaltung. Ja. Machst du das auch? Das mache ich auch. Also Jungs, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Schubabschaltung machen wollt, dann geht doch in Cems Profil rein und bombardiert ihn so lange mit Nachrichten, dass er ein Video daraus. Genau. Ja? Wir können selbstverständlich Leute mal einprogrammieren. Oder wir holen hier direkt verpflichtet, dass er Bann 1 macht. Ach so, das können wir natürlich auch machen. Das ist nicht wahr. Bann 1 machen. Boah. Auch für nächste Woche kann ich auch gerne einen starten. Ja? Ja, das ist schön. Okay, ihr habt's gehört. Aber Cem, ich muss schon sagen, der lässt sich so geil fahren. Das ist ganz angenehm. Ganz angenehm. Ja. Trotz der Leistungssteigerung, alles und dran ist echt noch fahrbar. Also man merkt. Also wir haben jetzt den 5. Gang. Ganz kurz. Ja. Das ist schön. Ich habe die Lokdaten, können wir da so sehen. 5. Gang. Ich habe leider die Anzeige gerade auf PSI.
Aber wenn man umrechnet, wenn man umrechnen kann, sag ich mal, ja, so 29 PSI sind umgerechnet 1,92 bar. Das ist ausgeschöpft für einen K04 Lader. Ja. Das ist optimal, also Optimum für einen Lader, für den K04. Krass. Ich kann hier Drehzahl anzeigen lassen, ich kann hier Intake Luft, Wassertemperatur, Kühlwasser. Das ist geil, ich kenne das auch. Also da musst du mal auch echt für dich mal, für deinen Kanal, ja, mal so ein Video machen. Ja, ich habe immer den Tester jetzt natürlich dabei. Und jetzt wird er natürlich heiß. Das hört man dann fast da durch. Das macht Spaß. Ich glaube, hier hinten ist was kaputt. Das klappt jetzt irgendwie. Ich glaube, der schießt da hinten. Ja, das stimmt. Das hört sich so brutal an. Zieh mal zweiten und lass mal rollen. Jetzt zieh einmal durch. Jetzt lock auf, lass ausrollen. Du merkst richtig, wie der. Aber ey, ich drück dich mal richtig, das ist das Problem. Also die 430 PS, die fühlt sich aber dann so richtig hier. Ich kann auch deine Drosselklappenstellung sehen. Du hast gerade 89% Gas gegeben. Also nicht raus. Also, ja, ja, ganz gut. Bis der komplett aufgeht, das dauert ja noch nicht. Hier kannst du jetzt also durchziehen. Alles gut. Der Druck hat mich so kaputt gemacht, ich konnte mein Bein nicht mehr wegziehen. Krass. Gleich bleiben ganz gut, ne? Hammer. Aber das hinzukriegen, das zu hinten hinzukriegen ist auch echt schwer. Also ich muss echt sagen, der Druck bleibt nicht gleich. Du hast nur noch das Gefühl, der geht nur noch hoch. Und das ist faszinierend. Also diese 430 PS sind echte 430 PS, die auch konstant bleibt. Also Cem, du musst mal ehrlich einmal Dings machen. Prüfstand machen. Prüfstand, alles klar. Also das Ding ist krank. Also das hat überhaupt nichts mit dem Original. Also ich bin letztens mit Adam gefahren, der hat 610 PS. Aber bei dir fühlt sich diese 430 PS viel schlimmer an. Ja. Ich weiß nicht warum. Und das ist krass. Es gleich dann geht schön vernünftig höher. Das ist, der hat den. Ja. Hat einen, ne? Kranbogen. Aber richtig geil. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Und was ich dazu sagen muss, der lässt sich hammergeil fahren. Ich habe das Gefühl, ich sitze im originalen Auto, der nichts geändert wurde, aber sobald du drauf drückst, denkst du, du sitzt in einem Porsche. Ganz ehrlich. Super. Und ich Bewegt muss echt sagen, Respekt, Alter, hammergeiler Umbau. Das soll einer mal nachmachen, mit 19. Und dann sollen die mal kommen und reden. Mach lieber zwei, drei. Ja, habe ich schon gemerkt. Ersten ist Diff echt kurz übersetzt. Ja. Diff Waschka. Synchronring wenig rein sonst. Diff Tech zu hoch für die Synchronring. Für die Eingangswelle des Getriebes. So. Alles gut. Achso. Du kannst dich vorne drehen gleich. Pause. Ich habe nichts mehr gesehen. Alles gut. Bockt auch, ne? Genau das, was ich mit Alltagsautos mit dann. Du fährst auch jeden Tag. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit dann. Genau. Und das ist krass, ehrlich.
Also der S3 ist schon mal hammergeil. Aber ich bin ja nur nicht wegen den S3 gekommen, ich bin ja auch wegen den Golf 2 Turbo gekommen. VR6 Turbo besser gesagt. Und den hat auch Jam gebaut, mit seinem Vater zusammen. Und jetzt, ja. Was soll man dazu sagen? Am besten direkt fahren? Fahren und Fazit, ne? Ja, dann fahren wir den direkt.